gehen. Wieso geht das nicht? Was geht ab? Terma ist am Start für euch. Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute mit dem guten Haskelasser unterwegs und wir haben heute was richtig Behindertes vor. Wir sind nämlich jetzt auf dem Weg und kaufen einen Weihnachtsbaum. Wir sind heute nicht im Transport unterwegs, sondern tatsächlich mit dem Motorrad und mal gucken, ob das klappt. Ich bin mir da nicht so sicher, aber selbst wenn es nicht klappt, habt ihr auf jeden Fall was zu lachen. Das Video zum Christmas Ride habt ihr schon gesehen. Und ich fand den Tag einfach nochmal, um da nochmal drauf zurückzukommen, einfach mega, mega geil. Es war einfach so ein witziger Tag. Wetter mega geil. Stimmung war gut. Die Polizisten waren super, super, super cool gelaunt. Einfach alles in allem. Mega geiles Event. Nochmal richtig großes Lob an den guten Marc. Und yes, nächstes Jahr gerne wieder. So. Bist du der Weihnachtsmann? Hey, bist du der Weihnachtsmann? Nein, warum nicht? Oh, oh, oh. Ich bin mega gespannt, ob das jetzt klappt. Also, ihr könnt ja mal eine Vorahnung treffen, ob wir wirklich einen Tannenbaum, also wir wollen auch keinen kleinen Tannenbaum. Wir wollen schon so 2 Meter Tannenbaum mitnehmen, nicht so einen mickrigen. Ich weiß nicht, ob die aufhaben. Naja, Tannenbäume sind ja auch nicht so groß. Nein, du musst die ja selbst abhauen. Ja, guck mal, wie klein die sind. Da hinten sind auch große. Ha? Ja. Okay, dann lass uns jetzt nach Dänemark schnell. Erstes Ziel. Ärgerlich. Es gibt hier keine Tannenbäume mehr, beziehungsweise die haben schon zu. Das ist natürlich äußerst unglücklich, weil der andere doch ganz schön weiter weg ist. Ich bezweifle jetzt schon, dass ich überhaupt einen Tannenbaum mitbekomme. Hinten auf der Husqvarna drauf. Aber wenn wir den jetzt noch da 5 Kilometer, wir müssen über die Grenze fahren, also über die Grenzkontrollen. Jo! Lass ballern! Keine Chance, Wheelies zu machen, es ist arschglatt einfach. Hammer heftig. Wenn die Straße kalt und glatt ist, kalt und nass ist, ist sie so krank glatt. Junge, ey. Was ist denn der Unterschied zwischen gestern und heute, Alter? Ich erfriere gleich. Und ich habe einfach genauso viel an. Junge. Ich doch schon den großen Weihnachtsmann. Einmal den Weihnachtsmann. Stern vor den Sanders für den Weihnachtsmann nach Hause.
Junge, Junge, Junge. Ja, kannst du auf der Straße so hinter dir herziehen. Oh mein Gott, finde ich das gleich witzig. Wenn du damit zum Weihnachtsbaum hinten drauf fährst. Oh mein Gott, ich glaube, ich sterbe vor Lachen. Also der Tannenbaum ist ja eine Sache, aber der Weihnachtsmann, das kannst du kaum vorstellen. Oh mein Gott. Moin. Sag jetzt, laut hier, guck dir den mal aus der Distanz an. Was sagst du? Aber der passt doch zu dir. Ja, das Gute ist, er hat den schon unten angeschaut. Halt den mal fest, ich guck auf. Du sagst, der ist gut. Nein. Sprünge gehen immer gegen 0 bei allen. Hä, der ist, geht echt hart. Also der ist schon schmal, aber der geht schon klar. Das ist kein Bock. Ja, das, mir bleibt auch nichts anderes übrig. Ja, wer kauft denn auch am 22. Dezember einen Weihnachtsbaum? Ich hab keine Zeit. Ja, nimm den jetzt. Was sagst du dazu? Gefällt dir das alles? Ja, das ist das Beste. Das war die beste Idee, die ich heute hatte. Mit dem Motorrad einen Tannenbaum zu holen. Oh mein Gott. Ach du Heilige. Das kann ja was werden. Jetzt bin ich gespannt. Guck, ich habe 3 Spannrohre, die wickeln wir uns ein hier, ein hier, ein hier. Ja. Und dann geht er so über meinen Kopf hoch. Ja. Nee, das geht so nicht. Das geht so nicht. Nee, geh mal her. Du hast noch ein Motorrad dran. Nein, das geht nicht. Ja, okay, warte. Wieso geht das nicht? Kannst du nicht richtig weit oben machen und dann, dass er nicht runterrutscht? Naja. Da ist der gute Baum auf dem Husky-Losse. Das Schlimme ist, dass meine GoPro einfach fast leer ist durch dieses scheiß kalte Wetter.